arbeiten an dem Kunstwerk von Igor Strawinski, L'Histoire du Soldat, mit fantastischer Musik. Ein Stück, was halt in Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelt wurde, in der Schweiz. Wir wollen diese Grundidee des Stückes, dass es ein Wandertheater ist, also das war der Wunsch Strawinskis und Ramüs, um ein Wandertheaterstück zu machen, was halt die Dörfer in den walisischen Alpen reisen konnten und bespielen konnten. Und wir wollten diese Idee aufgreifen und haben uns gedacht, okay, wie können wir das jetzt übersetzen in unsere Zeit, und sind dann halt zu zeitgenössischen Puppenspielern gekommen, wo wir denken, dass wir mit sehr einfachen Figuren diese Geschichte erzählen. Jeder wird an einem Punkt seines Lebens oder an mehreren Punkten seines Lebens auf diese Situation kommen, dass da ein Deal kommt, wo schnell meine Situation kann verbessert werden und wie weit verkauft man dann halt seine Seele. Dieser Archetyp ist halt wird hier im Stück vom Teufel dargestellt, und natürlich gegen Ende kommt dann noch die Liebe dazu, also eine Frau, ein Gegenüber, mit dem, wo es dann noch dringlicher wird, wo dann auch der Teufel wieder Kraft und Power hat, um da was umzudrehen, um zu manipulieren, nochmal Ärger. Durch diese 360-Grad-Publikum hat man auch sehr große Nähe zu dem Spiel. Und das wird halt, jetzt mal fühlen wir das so, dass es halt sehr beweglich sein soll, dass es immer wieder, die Figuren halt sehr beweglich immer wieder Richtungen wechseln und drehen, was diese Musik von Strawinski hat, auch so eine Beweglichkeit, das pulsiert ganz viel. Also ich denke, dass das auch sehr der Musik zugutekommt.